In seinem Brief an Takahiko Kojima von 1963 schreibt Martin Heidegger über die moderne Naturwissenschaft: Nur was vorausberechenbar ist, gilt als seiend. Der in der theoretischen Physik sich vollziehende mathematische Entwurf der Natur und das sich ihm gemäße experimentelle Befragen der Natur stellen sie nach bestimmten Hinsichten zur Rede. Die Natur wird daraufhin herausgefordert, das heißt gestellt, sich in einer berechenbaren Gegenständlichkeit zu zeigen. Der Begriff der Vorausberechenbarkeit scheint also für Martin Heidegger, für die moderne Naturwissenschaft ein ganz wesentlicher zu sein, vor allem aber auch der Begriff des Entwurfes, dass die Naturwissenschaft also einen Entwurf für die Vorausberechenbarkeit der Natur zunächst mal erstellt und daraufhin dann die Natur experimentell befragt. Wir werden in den nächsten Schritten uns das genauer anschauen können. Mir scheint aber hier wichtig zu sein, dass das, was Heidegger hier beschreibt, nicht im Widerspruch zu dem steht, sondern ganz und gar eigentlich in großer Übereinstimmung mit dem steht, was zum Beispiel Karl Popper in seiner Logik der Forschung über die Vorgehensweise der modernen Naturwissenschaft gesagt hat. Denn auch bei Karl Popper ist es ja so, dass die Wissenschaft zunächst einen theoretischen Entwurf anfertigt, eine Theorie entwirft und aus dieser Theorie dann Fragen ableitet, die der Experimentator im Experiment beantworten soll. Mir geht es hier gar nicht darum, bei diesem Hinweis zu sagen, dass dann sowohl Popper als auch Heidegger Recht haben oder beide Unrecht haben, sondern einfach mal diese Parallele in den Blick zu nehmen, weil man ja oft, wenn man von Karl Popper spricht, natürlich auch von seinem Buch spricht, die, jetzt komme ich nicht auf den Namen, das lassen wir dann jetzt weg, aber jedenfalls ihn ja als großen Kritiker zum Beispiel von Heidegger, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde heißt das Buch und wir lesen ja da oft eine große Kritik. Oder da steht ja eine große Kritik an Heidegger zum Beispiel drin und an Hegel und so weiter, an allen, die dieses Denken kultiviert haben, wie es auch Heidegger vertritt. Das sollte man sich einfach nochmal klar machen. Wir halten aber einfach erstmal fest aus diesem Text, dass Heidegger in der modernen Naturwissenschaft also sieht, dass die Naturwissenschaft versucht, die Natur auf eine gewisse Weise zur Rede zu stellen, sozusagen zum Antworten zu zwingen. Und dieses Zwingen zur Antwort erfolgt nach einem theoretischen Entwurf, den die Naturwissenschaft von der Natur macht. Daraus wird eine experimentelle Fragestellung abgeleitet und diese experimentelle Fragestellung, die zwingt dann sozusagen die Natur auf eine bestimmte Weise zu antworten. Und das ist nochmal ganz wichtig, sich das deutlich zu machen, dass wir sozusagen die Fragestellung, dass die Fragestellung dazu zwingt, auf eine bestimmte Weise zu antworten. Das kennen wir ja auch außerhalb der Philosophie und außerhalb der Naturwissenschaften. Wir werden im nächsten Schritt nun von diesem Text von 1963 zurückgehen auf einen sehr frühen Text von 1927, der Phänomenologie und Theologie heißt, wo uns weniger die theologischen Fragestellungen interessieren, beziehungsweise das, was Heidegger über die Theologie tatsächlich sagt, sondern es geht uns mehr darum, an diesem Beispiel der Theologie zu lernen, was Heidegger für wesentlich hält hinsichtlich der Merkmale einer positiven Wissenschaft, also einer Wissenschaft, die ein Positivum hat, mit dem sie sich beschäftigt. Und sicherlich ist es ganz interessant, das einmal zu lesen, zu schauen, wie Heidegger da mit der Theologie umgeht, wie er das für die Theologie analysiert, um dann herauszufinden, wie das für unsere jeweiligen einzelnen Disziplinen, die wir vertreten, aussehen würde, wenn man diese Methodik an unsere jeweilige Disziplin anlegt.